Schön, dass du da bist. Guten Tag. Ja, Servus kann ich dazu nur sagen. Ganz kurze Frage, eine ganz lange Frage. Du warst ja eigentlich bei, du warst ja eigentlich bei Revolverheld und hast dich dann doch eigentlich entschieden, so ein bisschen was alleine zu machen. Warum? Ich bin natürlich immer noch bei Revolverheld, aber ich hatte in den letzten 7 Jahren einfach sehr viel ruhige akustische Songs, die ich geschrieben habe. Und ich kam letztes Jahr an so einen Punkt, wo ich einfach das Gefühl habe, ich würde die gern veröffentlichen. Und die waren für mich einfach musikalisch wie auch textlich ein ganz anderer Kontext, waren viel ruhiger, vielleicht nicht so direkte Texte. Und deswegen gab es für mich dann nur die einzige Möglichkeit, ein Soloalbum zu machen. Was hat die Band dazu gesagt, dass du auf einmal gesagt hast, oh, ich würde schon gerne mal so ein bisschen selbst probieren und... Wir sind ja sehr eng, deswegen war das kein Problem. Die wussten das auch, dass diese Songs existieren, kannten die auch zum Teil. Und ich habe dann in einem längeren Meeting davon berichtet und erzählt, dass ich das machen möchte. Und dann haben es alle total akzeptiert, war sehr schön. In dem Song "Es tut mir weh, dich so zu sehen", ach, der ist unglaublich schön. Liebe Zuschauer, also das ist ja wirklich unglaublich. Ich habe den Island gedreht. Ja. Das waren, glaube ich, 5 Tage und dann habt ihr teilweise 30 Stunden am Tag gedreht. Ja. Ne? Wie sieht denn so ein Drehtag bei euch aus? Also aufstehen echt dann um 3 Uhr nachts oder so, weil Island, das war halt im Sommer und das ist dann so ein bisschen mitsommermäßig. Da ist dann nur 3 Stunden dunkel und dann will natürlich der Regisseur so viel Licht mitnehmen, wie geht. Und mittags ist das Licht dann irgendwie nicht so schön wie morgens und nachts und abends. Und also 3 Uhr aufstehen und ab 5 Uhr das erste Bild. Und dann wird es aber auch nicht abends um 8 oder 9 dunkel, sondern halt auch wieder erst um 12 oder so. Also die besten Stunden sind dann irgendwie morgens zwischen 5 und 10 und dann abends zwischen 6 und 12 oder so. Deswegen haben wir da durchgedreht und es war auf jeden Fall großartig, aber sehr anstrengend. Deine Songs, die du schreibst sie ja alle selbst, ne? Was inspiriert dich? Ich bin natürlich viel unterwegs, ich tour viel und wenn ich dann mal zu Hause bin, habe ich irgendwie noch das Bedürfnis, um die ganze Welt zu reisen und das tue ich dann in meiner Freizeit. Bin sehr viel in den USA gewesen in den letzten Jahren und da passiert einem eigentlich so viel auf den Reisen, da lernt man so viele Musiker kennen, so viele Leute, dass das einfach sehr inspirierend ist und darüber schreibe ich dann Songs. Johannes, gibt es denn auf diesem Album einen persönlichen Lieblingssong von dir? Das zeigen wir gleich mal. Das ändert sich eigentlich immer, also immer so das, was man gerade als Neuestes gemacht hat, ist dann auch so der Lieblingssong und ja, ich meine, aktueller Lieblingssong, der nicht auf dem Album ist, heißt "Dein Super. Herz schlägt durch dein Schweigen". Den habe ich gerade auf YouTube gestellt. Der ist jetzt nach der Produktion entstanden. Auf dem Album kann ich es echt nicht sagen. Also es ist natürlich die Auswahl Best of der letzten 7 Jahre und da ist viel, viel durchs Raster gefallen. Deswegen bin ich mit denen, die da drauf sind, schon sehr fein. Wie bist du zu diesem Song gekommen? Wenn der so frisch und so neu ist, gab es da irgendeine Episode? Das war so ein klassischer grauer Hamburg-Tag und deswegen schreibe ich auch so viele, habe ich das Gefühl, melancholische, depressive Sachen, weil Hamburg ist ja im Sommer sehr schön, aber im Winter hat es schon eine sehr graue, raue Art mit Wind und Regen, so was ich sehr mag, aber das inspiriert mich dann eher dazu, irgendwie düstere, traurigere Sachen zu schreiben. Und das ist auch so ein sehr trauriger Song von zwei Menschen, die der Wahrheit nicht ins Auge blicken möchten, will ich mal sagen.